So, und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer ersten Folge von Let's Play The Crew. Also heute wollte ich einfach mal, ja, ich wollte einfach mal ein bisschen durch The Crew durchgehen, mal ein paar neue Autos zeigen. Es sind ja heute ein paar neue Autos dazu gekommen, die Streetcars, also Street Editions von, ich glaube, vom 2010er Mini Cooper S, vom BMW Z4 und dem Dodge Ram. Ich glaube noch dem 2015er Ford Mustang Fastback, ich weiß gerade nicht genau. Ich bin hier gerade beim Renntuner in Los Angeles und habe mir gerade mal eben mein 370Z mal kurz eben auf Rennen getunt, da ich halt irgendwie Bock zu hatte. Und ich glaube, ich lasse die Rennen einfach. Ja, ich lasse sie einfach drauf. Und ja, mal kurz gucken, weil ich kann ja mal kurz gucken, was das jetzt für Autos waren, nicht dass ich irgendeine Scheiße laber. Wo war das jetzt? Da ja, genau, hier der Mini Cooper S Street Edition, dem BMW Z4, dem Dodge Ram SRT10 und den Ford Mustang GT Fastback. Ja. So, dann würde ich mal sagen, lass mal kurz hier rausgehen. Ganze Sache mal überspringen, hier ein bisschen schneller machen, ansonsten dauert das ja noch ewig. Er geht ganz gut derzeit. Der 370Z. Der lässt sich unglaublich gut handeln. Oh, oh, bitte. Wer ist Lucy? Nein, scheiß drauf. Nee, ich habe jetzt keinen Bock auf der Crew. So, ich fahre hier ein bisschen durch die Gegend. Aber ich glaube, ich denke mal, ich werde das Ding noch mal kurz ein bisschen durch Tests tunen, springen. Mache ich mir, glaube ich, erstmal hier unten die Reifen besser. Nein, scheiße. Falscher Knopf. Ja, ich habe mir jetzt auch kein wirkliches Thema rausgesucht, was ich jetzt mal ansprechen könnte. Da ich jetzt einfach dabei so kurz entschlossen war, dass ich mal kurz mal eben eine Aufnahme mache. Also ich wollte das schon öfters machen, aber ich bin halt noch nie wirklich dazu gekommen aufzunehmen. Ja, es ist gerade so ergeben. Ich bin vor einer Stunde von aus der Schule gekommen. Ein bisschen früher Schluss. Ja. Und an dieser Stelle will ich ja noch kurz zwei Freunde von mir grüßen. Einmal den Daniel. Ja. Und einmal den Henning. Also falls ihr das Video schaut, Jungs, seid gegrüßt. Und ja, ich bin der Nico, ich bin 14 Jahre alt. Und ja, was kann man noch sagen? Ja. Ich mache es heute halt mal alleine, aber habe mir nicht mal so gedacht, dass in den nächsten Tagen oder Wochen einfach mal dass er vorbeikommt oder ich bei ihm erzeugt. Und das wir das mal zusammen aufnehmen. So bin ich gerade ganz so alleine und ich fahre da richtig scheiße. Ah, ach du Scheiße, wo fliegt der? Ja. Der hätte mich auch gewundert, hätte ich was anderes bekommen. Naja, scheiß drauf. So, noch einmal starten den ganzen Shit hier. So, ich schalte den hier auf automatisch und ich packe mich gerade richtig ab, dass man immer nur alles schalten. So, und bam, die Richtung 50, Stunde 50. Das ist okay. Super einfach gebaut. Noch einmal. So. Ey, ich bin so inkompetent im Fahren. Ich krieg's aber nicht geschissen, einfach mal
normal eine Rampe zu treffen, ne? Nee. Das sind 30 Meter Platz, das treffe ich genau. Die Ecke vom Posten. Komm an, das zählt. Scheiße. Hätte ja klappen können, hätte ja klappen können. Das ist außerhalb nicht geklappt. Boah, das fuck mich leider nicht. Ja. Stellen wir jetzt den Scheiß doch mal hier wieder auf Automatik um. Später. Ich kann mal das nicht draufziehen, dass er durch hat. Ja, irgendwie wundert es mich, dass das Lenkrad zum Beispiel nicht funktioniert. Da sind ja zum Beispiel digitale Anzeigen fürs Tacho. Und irgendwie tut sich da nichts. Ah ja, scheiß drauf. Muss ja nicht unbedingt wirklich was sein, so hier 700 HP. Was können wir jetzt noch drauf machen hier? Ich glaube, ich hätte jetzt mal Bock. Die Fraktionsmission. Jetzt mal richtig Lust drauf. Welche könnte man immer machen? Kein Bock, so eine lange zu machen. Unter 10 Minuten. Was ist das denn hier? Ein Rundenrennen über die trübsten Straßen der White Mountains. Nee, ich weiß irgendwie gar keinen Bock. Gelände. Tigo, Gelände. Alter, gibt's denn hier nur solche scheiß Geländerennen oder wie? Ich will kein Gelände, Mann. Rallye. Alles das, was ich nicht mag und was cool ist. Naja, klar. Mhm. Und dann wieder die geilen Rennen mit Rennausstattung oder mit Performance. Das ist natürlich alles. Oh. Auch wieder. Oh, überall nur Rallye, Mann. Oh, ein Performance-Rennen. Was hieß es? Rutschen und Gleiten. Ja, Rutschen und Gleiten könnte man auch ziemlich falsch verstehen, aber naja. Jo, ich glaube, das wird jetzt erstmal reichen für die erste Aufnahme. Und ich werde gleich noch einen zweiten Part aufnehmen, der wird dann auch später noch hochkommen. Also Leute, haut da rein, habt noch einen schönen Tag und tschüss.